Mutig, 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 Kollege, ja. Voll Trottel. Ganz schlauer. Nimmt immer mehr zu. Was die Bundesagentur für Arbeit dagegen tun kann, das wollen wir gleich wissen. Nach Maria Reiser. Hat sie doch geträumt, die Gute. Arschloch! Und Regensburg-Prüfening, ebenfalls Stau, die Unfallstelle ist aber inzwischen geräumt. Momentan dauert es noch 10 Minuten länger, Tendenz. Geht es euch noch gut, ihr Arschlöcher? Ah, nein, nein, nein. Offenbar München Richtung Nürnberg, immer noch zwischen Aschheim, nee, zwischen Kirchheim und Aschheim-Ismaning 3 Kilometer Stau, dauert 12 Minuten länger. Und dann noch die Bundesstraße 307 nach Markolstein-Kössen, die ist in beiden Richtungen zwischen Markolstein. Ganz schlauer. Ah, oh, Konnickelchen! Haha, Horse! Voll bei Rot drüber! Voll bei Rot. Voll bei Rot. Vorfahrt genommen.
Ja, was ist da los? Was ist denn? Ach, da ist er. Lauter Volldeppen. Volle Auftragsbücher, aber nach 9 Jahren. Die hat sich zum Auftakt der Hannover Messe optimistisch gezeigt. Ja, sah nicht ganz sauber. Trotz Brexit und einem unberechenbaren US-Präsidenten. Regierung helfen nichts. Wir müssen zum Vorsteher. Nein, ganz dicht. Blöder Fixer. Wir fragen, ob der Bahnhofsvorsteher den Tschetschenen helfen kann. В рамках наших нормативных документов. Я извиняюсь, можете выключить? Die Frage scheint gefährlich zu sein. Wir sollen das Aufnahmegerät ausschalten. Geile Nummer! Im Tunnel muss doch mal richtig seinen Arm gekrachen lassen. Schlupflöcher innerhalb Europas zu schließen. Seit der Veröffentlichung des sogenannten Rückenfliegen ist die Rückenfliegen.
Tag lang weggedonnert. Eieieiei, ach du Scheiße. Na ja, eine kleine Kontrolle. Muss auch mal sein. Blöde Hähnchen. Oh my God! Jesus Christ, we almost fucking died! Super! Striezelmord entwendet an Taschendiebstählen. Es war ein sehr ruhiger Striezelmord dieses Jahr, was polizeimäßig betrifft. Wir haben im Durchschnitt am Tag eine Straftat vorwiegend in was Taschendiebstähle betrifft. Aber das ist im Verhältnis zu den Menschenmengen, die hier unterwegs sind, eine sehr geringe Zahl. Fast jeder zweite Deutsche sieht dem neuen Jahr mit großer Skepsis entgegen. Das geht aus einer Umfrage hervor. Zukunftsforscher sehen ein wachsendes sogenanntes Zufriedenheitsparadox. Und Macron zeigt mit dem Daumen nach oben. Allerdings, in der Vergangenheit ist aus Boris Johnsons Ankündigungen häufig nichts geworden. Als Londoner Bürgermeister wollte er in der Themsemündung einen neuen Zentralflughafen der Hauptstadt bauen, genannt Boris Island. Das Projekt versandte, dass ihn und Macron... Super! Teichmann, Washington. Die Nachricht von dem geplanten Angriff der USA auf Ziele im Iran hat weltweit große Sorgen ausgelöst, dass es zu einer militärischen Konfrontation kommen könnte. Auch Fluggesellschaften haben auf die politischen Spur durchgesickert. Wirtschaftsminister Altmaier werde die Wachstumserwartung für 2020 am Donnerstag von 1,5 auf 1% verringern, heißt es. Und bei einem Titel im DAX stehen heftige Verluste an den Tafeln. Wirecard gibt nach einem neuerlichen Bericht der Financial Times zum möglichen...
Willi! Geile Show! Bayern 1 auf Instagram und bei Twitter. Täglich die schönsten Bilder aus Bayern, die besten Videos mit Tipps und Tricks für Ihren Alltag und die neuesten Postings der Bayern 1 Moderatoren. Wir freuen uns über Ihre Kommentare. Schwertransport. Ein paar fette Babys. Ja, fahrt doch mal zu, ihr Kasper-Köppel.